Hey Leute, Kopf im Knall und zu einem neuen Video und ich freue mich schon so lange auf dieses Video, denn heute werde ich Gadgets austesten. Ich wollte das wirklich schon immer mal machen, also ich war früher immer auf diesen ganzen Internetseiten, die Gadgets verkauft haben und habe mir immer diese ganzen Gadgets angeschaut. Ich weiß nicht warum, aber ich habe es gemacht und ich habe mich dann immer gefragt, ob sie wirklich nur so cool aussehen oder ob sie auch wirklich funktionieren und man sie wirklich für etwas gebrauchen kann. Und letztens hat mich dann geschenkidee.de angeschrieben und gefragt, ob ich nicht Lust hätte, einige Gadgets zu testen. Und natürlich habe ich ja gesagt, weil ich das schon immer mal machen wollte. Ich habe mir jetzt also 6 Produkte ausgesucht, wo ich mich gefragt habe, funktionieren sie wirklich so gut? Kann man sie wirklich gebrauchen? Und die alle werde ich zusammen mit euch testen. Und ja, ich würde sagen, fangen gleich an. Also ganz viel Spaß beim Nein, das ist kein DIY. Das ist kein DIY. Also ganz viel Spaß beim Zuschauen und let's go! Und die erste Sache, die ich mir zum Testen ausgesucht habe, ist das hier. Das kennen bestimmt schon viele von euch von Tumblr oder Pinterest. Und zwar ist es ein Cyber Clean Slime. Und der verspricht, dass er die ganzen Oberflächen von Fernbedienungen oder Tastaturen und so weiter komplett sauber machen kann, beziehungsweise alle Keime abtöten kann, weil es, glaube ich, sehr viel Alkohol enthält. Und ja, ich bin jetzt erstmal auf den Geruch gespannt. Oh, okay, es riecht wirklich nach 100% Alkohol. Mal gucken, wie die Konsistenz so ist. Okay, ich muss sagen, die Konsistenz ist aber echt cool. Also, das lässt sich echt voll gut dehnen. Hätte ich nicht gedacht. Aber ich würde sagen, wir machen jetzt mal den Live-Test. Und zwar habe ich jetzt hier meine Fernbedienung. Und ich packe jetzt einfach mal den Slime dort drauf. Und laut der Bedienungsanleitung soll man es nicht drauf reiben, sondern einfach nur drauf drücken. Und dann soll es die Fernbedienung angeblich sauber machen. Ich bin mal gespannt, inwieweit man das gleich sehen kann. Okay, also ich hätte wirklich nicht gedacht, dass das Slime so gut ist. Es hält wirklich, was es verspricht. Es hat den ganzen Staub von meiner Fernbedienung entfernt und zudem hat es einfach eine mega coole Konsistenz und es macht so viel Spaß, damit irgendwie rumzuspielen. Und ich habe mir gedacht, dass ich die ganzen Gadgets bewerte mit gut, schlecht oder mittelmäßig. Und ich würde sagen, dass dieses Gadget wirklich gut ist, weil es genau das hält, was es verspricht und zudem einfach mega cool aussieht. Und dann machen wir auch schon weiter mit dem nächsten Gadget und das ist diese Kamera hier. Und Leute, ich liebe ja verrückte Kameras. Ich glaube, einige von euch wissen das schon. Deswegen muss ich die auf jeden Fall ausprobieren. Die heißt Popcam und die verspricht, dass man mit einem Klick 4 Bilder machen kann. Und die Bilder sollen dann verschiedene Farben haben und die Kamera erstellt dann sozusagen eine Collage. Und ich finde, das hat sich so cool angehört, dass ich das auf jeden Fall austesten musste. Die Kamera funktioniert übrigens mit einem Film, den habe ich ganz günstig bei DM gekauft. Und den müsst ihr einfach hier reintun und dann einfach an diesem Rädchen hier drehen. Also die Bedienung ist wirklich super easy. Und dann kann man auch schon Fotos machen. Natürlich kann ich jetzt noch nicht so viel zur Kamera sagen, weil ich die Bilder noch nicht gesehen habe und das ist ja eigentlich das Wichtigste. Die muss ich noch entwickeln lassen. Aber ich blende euch jetzt hier mal ein paar Bilder ein und da könnt ihr ja gerne in die Kommentare schreiben, wie ihr die Bilder so findet und wie ihr die Kamera bewerten würdet. Bis zum jetzigen Zeitpunkt würde ich sagen, dass die Kamera echt ein super cooles Gadget ist und ja, ich bin schon echt auf die Fotos gespannt. Das nächste Gadget ist das hier und das ist eine sprechende Tasse, also man kann mit der angeblich Grüße oder Lieder aufnehmen und die Tasse kann es dann abspielen und ich stelle mir das mega witzig vor, wenn man morgens aus dieser Tasse trinkt und danach kommt plötzlich Beyoncé oder Nicki Minaj und was will man mehr? Auf jeden Fall würde ich sagen, packe ich mal die Tasse aus und dann testen wir jetzt mal gleich aus, ob es wirklich funktioniert. Okay, wenn ich es richtig verstanden habe, muss man einfach auf diesen Knopf drauf drücken und etwas aufnehmen und dann müsste es eigentlich schon gehen. Also ich nehme jetzt einfach mal etwas auf. Hey, guten Morgen, da 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 da. Okay, keine Ahnung, was das sollte, aber es ist ja nur ein Test. Ich drücke jetzt einfach mal auf diesen Knopf drauf, also ich tue jetzt, als ob ich daraus trinken würde. Okay, das hört sich schon mal echt cool an. Und ich werde jetzt aber auch mal ein Lied aufnehmen, weil wenn es wirklich auch Lieder perfekt aufnehmen kann, oh mein Gott, das wäre so cool, dann wäre das, glaube ich, meine Lieblingstasse. Okay, Leute, oh mein Gott, ich hoffe, dass das klappt. So, und jetzt schauen wir mal, ob das wirklich funktioniert. Oh mein Gott, das wäre so cool. Habe ich die Tasse kaputt gemacht? Okay, aber irgendwie hört man da nicht wirklich was draus. Also die Qualität ist schon ein bisschen schlechter bei dem Lied. Also als ich das selber aufgenommen habe, ging das eigentlich. Aber ich glaube, wenn man das mit Liedern macht, funktioniert das anscheinend nicht so gut. Ich nehme jetzt mal noch ein anderes Lied. Nein, oh mein Gott, ich glaube, mit Liedern geht das wirklich nicht. Also man hört schon, dass die Qualität, also die Tonqualität wirklich schlecht ist, wenn man Lieder aufnimmt. Ich mach's mal aus.
Okay, also ich glaube, bei Liedern funktioniert es wirklich nicht so gut. Bei den Grüßen ging es ja, habt ihr am Anfang selber gehört. Aber ich glaube, Lieder kann man damit nicht aufnehmen. Eigentlich ist es natürlich auch nur für Grüße gedacht. Aber ich habe mir vorgestellt, dass es mit Liedern ein bisschen witziger ist. Weil, wie gesagt, wer will Jungs ja morgen nicht hören. Naja, auf jeden Fall würde ich sagen, dass diese Tasse mittelmäßig ist. Weil sie ihren Zweck zur Hälfte erfüllt. Also es kann schon Dinge aufnehmen. Also zumindest Grüße kann es perfekt aufnehmen. Lieder leider nicht. Aber die Tonqualität ist nicht so super. Deswegen würde ich sagen, dass dieses Gadget mittelmäßig ist. Das nächste Produkt ist kein wirkliches Gadget, aber es ist einfach eine mega witzige Geschenkidee, und zwar Bacon-Zahnpasta. Und jetzt, wo ich so vor mir habe, denke ich mir, Dimi, warum wolltest du das bestellen? Warum wolltest du Bacon-Zahnpasta probieren? Aber naja, egal, wir werden jetzt einfach Bacon-Zahnpasta probieren, beziehungsweise ich werde Bacon-Zahnpasta probieren und ihr werdet mich leiden sehen. Ich hoffe einfach, dass die Zahnpasta nicht so eklig braun ist, weil das wäre wirklich mega eklig. So sieht die Verpackung aus. Also die Verpackung sieht schon mal auf jeden Fall mega cool aus. Und oh mein Gott, bitte, dass die Zahnpasta nicht braun ist. Okay, die Zahnpasta ist nicht braun. Es hat so eine Hautfarbe. Und okay, ich riech mal dran. Oh! Oh! Leute, das wollt ihr nicht riechen. Wirklich, das wollt ihr nicht riechen. Egal, ich werde jetzt einfach damit meine Zähne putzen, ohne dran zu riechen. Irgendwie ist die Vorstellung mega eklig, sich damit die Zähne zu putzen. Aber ich glaube, das ist das erste und letzte Mal, dass ich mit Bacon-Zahnpasta meine Zähne putzen werde. Okay Leute, ich habe jetzt mit Bacon-Zahnpasta meine Zähne geputzt. Und um ehrlich zu sein, hat mich die Zahnpasta wirklich überrascht. Ich hätte nicht gedacht, dass sie so schmeckt. Also sie schmeckt halt wirklich wie eine ganz normale Zahnpasta. Ich hätte gedacht, dass sie mega eklig schmeckt, weil der Geruch einfach so mega eklig ist. Aber sie schmeckt wie gesagt ganz normal. Trotzdem habe ich mir danach nochmal mit einer anderen Zahnpasta die Zähne geputzt, weil einfach der Gedanke komisch ist, sich mit Bacon-Zahnpasta die Zähne zu putzen. Ich weiß jetzt nicht so richtig, wie ich dieses Produkt bewerten soll, weil eigentlich erfüllt ja seinen Zweck. Es soll ja eine mega eklige Zahnpasta sein und einfach ein witziges Scherzgeschenk. Deswegen würde ich einfach mal einen Daumen nach oben geben. Das nächste Produkt ist ein Molekularküchenset und mit dem kann man angeblich Perlen machen, die wie Kaviar aussehen. Also es gab auf der Internetseite verschiedene Sets, ich habe mich jetzt für dieses hier entschieden und ich schaue jetzt erstmal nach, was überhaupt alles so drin ist. Okay, wir haben eine Anleitung, 3 Pipetten, einen Löffel mit Löcher drin, warum auch immer. Und Agar-Agar, aber ich schaue mir jetzt erstmal die Anleitung an, was hier alles so drin steht. Okay, also das Coole ist schon mal, dass es verschiedene Rezepte gibt, zum Beispiel wie man es mit Wein macht oder mit Honig. Aber ich nehme jetzt einfach mal die einfachste Variante und zwar mit Agar-Agar. Dafür muss man einfach ein Päckchen Agar-Agar nehmen und es in kochendes Wasser reintun. Das muss man alles umrühren und dann muss man einfach mit der Pipette reingehen, ein bisschen rausholen und es dann einfach im Öl reintropfen lassen. Und so entstehen dann letztendlich die Tröpfchen. Okay Leute, also ich habe jetzt hier schon die fertige Mischung in der Pipette drin und hier habe ich ein Glas Öl. Und ich lasse das jetzt mal einfach reintropfen und ich hoffe, dass diese Perlen jetzt entstehen. Das wäre mega cool. Und ja, tatsächlich, die Perlen entstehen wirklich. Und die sehen echt voll cool aus. Ich zeige euch jetzt nochmal eine Nahaufnahme, weil ihr das wahrscheinlich jetzt nicht so richtig sehen könnt. Aber Leute, die sehen echt mega cool aus. Und ich bin schon echt gespannt, wie die schmecken werden. Okay Leute, ich probiere jetzt einfach mal so eine Perle und sage euch dann mal, wie sie so schmeckt. Okay, also irgendwie schmeckt die Perle nach nichts. Was cool ist, ist, dass sie im Mund platzt, genauso wie diese Perlen vom Bubblegum. Bubble Tea. Aber die Perle an sich schmeckt irgendwie nach nichts. Ich glaube, hätte ich das Rezept mit dem Honig genommen, hätte das viel besser geschmeckt, beziehungsweise überhaupt nach etwas. Ich habe ja jetzt einfach das einfachste Rezept genommen. Aber trotzdem finde ich das Gadget irgendwie witzig, weil stellt euch mal vor, ihr macht das mit Freunden oder so zu Hause und dann habt ihr diese ganzen Perlen und tut euch so auf dem Nachttisch drauf. Das sieht mega witzig aus. Deswegen würde ich sagen, dass dieses Gadget top ist und es hält, was es verspricht. Und da kommen wir auch schon zum letzten Gadget, was wir heute testen werden. Und zwar ist es dieser Mini-Staubsauger hier. Und ich finde, der sieht allein schon mega cool aus. Ich meine, der hat 2 Augen und einen Mund. Und die Firma, die diese Staubsauger hier herstellt, also diese kleinen Staubsauger, stellt sogar die ganz normalen Staubsauger her. Vielleicht kennen einige von euch sogar dieses Modell hier. Auf jeden Fall werde ich das jetzt mal auspacken. Und dieser Staubsauger verspricht übrigens, dass es die ganzen Krümelchen, die in der Tastatur so drin sind, aufsaugen kann. Und wenn es das wirklich macht, dann liebe ich diesen Staubsauger jetzt schon. So, das ist der Staubsauger. Und es hört sich so an, als ob irgendwas da drin ist. Ich glaube, man muss das einfach drehen. So. Und, ach tatsächlich, okay. Hier sind die ganzen Kleinteile drin und man kann sich das anscheinend so zusammenbauen, wie man es will. Also hier ist so ein Schlauch, noch mehr. Und 2 von diesen Aufsetzern hier und ich glaube, ich entscheide mich mal für diesen hier, weil das ist dieser klassische Aufsetzer für jeden Staubsauger. Okay Leute, anscheinend muss man einfach nur diese 3 Teile hier zusammenpacken und dann ist auch schon der Staubsauger ready. Ich nehme jetzt einfach das, dann noch dieses gerade Ding hier und diesen Aufsetzer hier. Und ich bin echt gespannt, ob es funktioniert. Oh mein Gott, das wäre so cool. Und so sieht auch schon der fertige Staubsauger aus. Und was ich cool finde, ist, dass man so variieren kann. Also man kann hier auch andere Teile hinpacken. Auf jeden Fall müsst ihr jetzt eigentlich angehen, wenn ich hier drauf drücke. Und ja! Okay, ich würde sagen, wir testen das aber jetzt direkt an meinem alten Laptop aus. Also, let's go!
Okay Leute, ich habe jetzt einfach meinen alten Laptop genommen und ein bisschen Zwieback auf der Tastatur drauf gestreut und dann bin ich einfach mit dem Mini-Staubsauger drüber gegangen und das hat wirklich alle Krümel aufgesaugt. Ich hätte es wirklich nicht gedacht, aber es funktioniert tatsächlich. Oh Leute, das ist wirklich so cool, also es funktioniert wirklich und ihr könnt es dann einfach aufmachen und hier drin ist dann der ganze Dreck, das heißt man kann es dann einfach so im Mülleimer rausschütten und dieses Gadget ist auf jeden Fall ein Top. Und das waren auch schon alle Gadgets, die ich heute so testen wollte. Schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr die Gadgets so fandet und ob ihr weitere Tests sehen wollt. Und an der Stelle nochmal ein Dankeschön an geschenkidee.de, dass ich diese ganzen Gadgets testen durfte. Das hat echt Spaß gemacht. Ich verlinke euch natürlich alle Gadgets in der Infobox. Schaut auf jeden Fall vorbei, denn da gibt es noch sehr viele andere Gadgets. Sehr, sehr viele andere Gadgets. Und ja, ich würde mich dann jetzt mit einem gadgetmäßigen Adieu verabschieden. Yeah! Free me of my hidden talent. All my mistakes.